Hey Leute, ich bin's, MacPaverick. In dieser Anleitung zeige ich euch, was ihr machen könnt, wenn euer Computer die externe Festplatte nicht erkennen sollte. Es ist nämlich so, wenn die externe Festplatte erkannt wird, dann muss hier das Lämpchen leuchten. Das ist bei mir nicht der Fall und deshalb gehen wir der Sache jetzt mal auf den Grund. Erstmal solltet ihr wirklich ganz banale Dinge überprüfen, wie ist der Stecker richtig reingesteckt, und das gilt natürlich hier für beide Seiten, auch für diese Seite hier. Dann solltet ihr prüfen, ob ihr auch die richtigen Anschlüsse benutzt. Wenn die Festplatte nur USB 3 fähig ist, müsst ihr natürlich auch einen USB 3 Port an eurem Rechner haben. Prüft das einmal und dann könnt ihr noch prüfen, ob eventuell das Kabel irgendwo Bruchstellen hat, ob das kaputt ist. Das müsst ihr auch mal nachschauen. Und wenn ihr das alles ausschließen könnt, dann geht ihr mal weiter zur Benutzeroberfläche eures Computers. Wenn ihr dann in eurem Windows-Menü drin seid, dann öffnet ihr einmal hier euren Arbeitsplatz. Dieser PC nennt sich das hier bei Windows 10. Und dann könnt ihr nochmal gucken, ob ihr auch wirklich die Festplatte nicht angezeigt wird, ob sie sich nicht öffnen lässt. Wenn das der Fall sein sollte, dann schaut ihr einmal hier unter den Einstellungen im Windows nach. Gebt hier oben mal Datenträger Verwaltung ein und drückt dann die Enter-Taste. Hier drückt ihr dann Festplattenpartition erstellen und formatieren. Es öffnet sich ein weiteres Fenster und hier sollte auf jeden Fall die Festplatte angezeigt werden, auch wenn sie noch nicht eingerichtet ist. Wird sie hier nicht angezeigt, dann kann wirklich ein technischer Hardware-Defekt vorliegen, sprich die Festplatte ist kaputt oder euer Stecker ist kaputt. Irgendwo ein Fehler in der Verbindung liegt vor, dann müsst ihr euch da ja entsprechend an den Hersteller eurer Festplatte bzw. eures PCs wenden, je nachdem was kaputt ist. Probiert einfach mal mehrere USB-Ports aus bzw. die Festplatte auch mal an anderen Computer aus. Wenn sie da nicht genommen wird, dann ist sie höchstwahrscheinlich kaputt und es liegt nicht an eurem PC. So, jetzt möchte ich euch aber trotzdem auch eine Lösung bieten dafür, wenn halt kein technischer Defekt vorliegt. Ihr könnt das hier sehen, bei mir ist jetzt die externe Festplatte erkannt worden, aber man sieht hier schon ganz gut, die anderen Festplatten haben einen Buchstaben zugeordnet, das hat hier die Festplatte noch nicht und das ist dann der Problem, warum ganz, ganz oft Festplatten nicht erkannt werden. Das sind nicht nur externe, sondern auch interne Festplatten. Und da drückt ihr jetzt einfach mal die rechte Maustaste und sagt hier, dass ihr einen Laufwerksbuchstaben zuordnen wollt. Und dann fügt ihr den einfach mal hinzu und sucht euch hier einfach mal so einen schönen freien aus und sagt okay. Und dann ist der jetzt auch zugeordnet und dann müsste jetzt auch die Festplatte erkannt worden sein. Schauen wir mal, das Ganze hier mal aktualisieren und schwupps, da ist sie. Also das ist eine Lösung für das Problem. Sollte das nicht die Lösung gewesen sein, könnt ihr auch nochmal probieren, die Festplatte zu formatieren, aber da seid achtsam, dann sind alle Daten, die auf dieser Festplatte drauf sind, weg. Das würde ich also nur dann machen, wenn die Festplatte komplett neu ist und noch keine Daten drauf sind, dass man sie halt einfach nochmal einrichtet und neu formatiert. Auch das kann manchmal helfen. Und ansonsten können auch wirklich manchmal ganz banale Sachen helfen, wie einfach mal hier einen Neustart durchzuführen und das Ganze nochmal zu probieren. Manchmal hat sich Windows so ein bisschen aufgehängt, irgendwo ein Treiber läuft quer. Und dann kann es manchmal wirklich Wunder bewirken, den Computer mal richtig runterzufahren und neu zu starten. Ja, ich hoffe, dass euch diese Anleitung geholfen hat. Wenn sie nicht geholfen hat, dann schaut doch nochmal nach, ob auch wirklich hier die Kontakte nicht irgendwie verschmutzt sind, am Kabel, an der Festplatte und natürlich auch am Computer. Vielleicht ist auch einfach so eine banale Sache, dass da sich ein bisschen Staub drin gefangen hat. Dann kriegt man das vielleicht mal mit einem Zahnstocher oder mit einem Q-Tip ganz gut heraus. Ja, aber wie gesagt, ich hoffe, euch hat diese Anleitung geholfen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben. Hier könnt ihr mich gerne kostenfrei abonnieren. Dann seht ihr auch weitere Videos von mir. Ich sage bis dann, euer Mac Paverick.